Zum 11. Mal stand die Stadt Celle im Zeichen des Radsports. Bei der diesjährigen Zeller City Night bekamen die rund 2000 Zuschauer in den einzelnen Radrennen einen verbissenen, aber fairen Kampf um jede Position zu sehen. Das Highlight der Veranstaltung war das Elite-Rennen der Männer. Aber auch das Prominentenrennen begeisterte die Zuschauer in der Zeller Innenstadt. Pünktlich um 20.10 Uhr fiel der Startschuss für das Promi-Rennen. Auch Zelles Oberbürgermeister Dirk Ulrich Mende und die Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann ließen sich den Spaß am Radsport nicht nehmen und fuhren die vier Runden über eine Distanz von 2,4 Kilometern mit. Bin ich ganz zufrieden, weil ich am Start einen Fehler gehabt habe und bin nicht so schnell sozusagen losgekommen, wie ich das eigentlich vorhatte. Sonst hätte ich, glaube ich, mir ein interessanteres Rennen noch um Platz 2 und 3 geben können. So waren die beiden Kollegen einfach zu weit weg, die konnte ich nicht mehr zufahren. Das Besondere der City Night, ich denke, für die Hauptrennen ist die Strecke. Sie ist sehr anspruchsvoll mit den vielen engen Kurven. Und das Einlagerennen der Prominenten zwischen den beiden Rennen finde ich eine gelungene Sache. Das ist auch was für die Zuschauenden, fürs Auge. Ich denke, sportlich sind wir nicht so gut drauf wie das Hauptrennen. Aber dafür, fürs Auge, bieten wir auch was. Ab 20.30 Uhr mussten dann die Männer des Elite-Rennens in die Pedale treten. 100 Runden standen für das einmal mehr prominent besetzte Teilnehmerfeld auf dem Programm. Auch Lokalmatador Fabian Kruszewski ging an den Start und konnte mit dem 8. Platz sein gesetztes Ziel, einen einstelligen Platz, erreichen. Also erstmal ist es für die Amateurrennen, die wir fahren, eine Wahnsinnsstimmung vom Publikum erstmal her. Wir haben ja immer einen großen Zuschauerzuspruch eigentlich, wenn das Wetter passt wie heute. Und durch die extrem kurze Rundenlänge ist man halt permanent nur am Anschlag fahren eigentlich, weil jeder weiß, dass wenn einmal eine Gruppe ein kleines Loch hat, dass sie dann auch direkt vielleicht überrunden kann. Und ja, die Stimmung ist halt gerade, weil es für mich als Zeller hier natürlich Wahnsinn, wenn man seinen Namen hört, wenn man zusätzlich nochmal mehr angefeuert wird als bei anderen Rennen. Und ja, ist halt einfach mein eigentliches Heimrennen, auch wenn ich jetzt nicht mehr hier wohne, ist es schon was ganz Besonderes, wo ich jedes Mal, ja, gut motiviert, aber auch ein bisschen nervös am Start stehe. Das Männer-Elite-Rennen hat der Radrennprofi Jan-Niklas Droste gewonnen. Nach den erfolgreich absolvierten 60 Kilometern freute er sich riesig über den Erfolg. Das Rennen ist sehr schnell losgegangen. Es war ein hohes Tempo. Die Stimmung war aber schon im Ausscheidungsfahren super und jetzt im Hauptrennen noch besser. Die Jungs von Stevens waren mit 4 oder 5 starken Leuten da. Ich habe ein paar Mal versucht, am Anfang schon wegzufahren, aber es war ein sehr hohes Tempo. Und ja, letztendlich lief es dann auf den Sprint hinaus. Es war ein super schönes Event heute. Nach der Siegerehrung zeigte sich auch der Organisator der Veranstaltung, Thorsten Lübcke, erleichtert. An dieser Stelle an die Zuschauer, an die Sponsoren nochmal einen recht herzlichen Dank. Die Fahrer haben sich auch sehr im Elite-Rennen über diese Teilnahme am Publikum da gefreut. Ja, eigentlich alles prima gelaufen, kann man sagen.